So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit Feuer und Sünde. Zumindest mit dem ersten Teil hier. Wir sollen uns mit der guten Poppy treffen. Warte mal, wo sind sie überhaupt? Wahrscheinlich in Hogwarts, oder? So, jetzt muss ich gerade gucken. Wo ist denn hin? Ach Quatsch, die ist ja gar nicht in Hogwarts, sondern auf der. Die ist ja ein Stück außerhalb oben. Ja, gut, alles gut, alles gut, alles gut. Dann reisen wir mal da hoch. Poppy, ich komme. Ich sollte hier absteigen. So. Da gehen wir mal. Sie geht auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber... Gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Hm. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Hat das mit Drachen zu tun? Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Klar. Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. So. Dann folgen wir mal der guten Poppy. Wenn dir nichts tun, passiert nichts. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Jo. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf Ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. So. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Nimm mal mit.
So. Das ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Wie seltsam. Was meinst du? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Suche nach Anzeichen von Wilderern. Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Zu schwer? Zu sperrig? Pelze. Arme Tierwesen. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Damit haben wir die 1000 voll. Damit können wir uns die Erweiterung kaufen. Klar, ich würde auch einfach irgendwas trinken. Ich weiß gar nicht, ob wir hier rein müssen, überhaupt. Ich vermute, es war nur, weil wir in dem Ding hier suchen müssen. Bisschen Kohle. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Dann machen wir das doch gleich mal. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer, eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Wir hoffen es bald auch. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Da fahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Und Spaß. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Ja. So, betritt das Zelt. Naja, wir hauen uns auf die Fresse, komm. Die werden wir schon fertig irgendwie. Moinsen! Ein Tierwesen in der Fresse. Wieso ziehe ich immer... Den Zelt? Sollen wir beenden, was wir begonnen haben? Nein!
So, 4 Fehlrüstung. Man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Das frage ich mich auch gerade. So. Alles einsacken, was wir brauchen, oder mache ich jetzt noch was? Was bei Merlins Bart? Oh, ein Schwanz. Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Klar, Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur 2 Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. So. Ja, ich glaube, ich habe noch die Fresse. Untersuche die Hornschwanzhalle. Naja, die Frage ist, soll ich das machen? Hier durch? Okay. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer... Heike. So, komm mal jetzt runter, warte mal, ich gucke mich hier noch hier um. Scheinbar müssen wir wieder hoch. Hast du die Kobolde gehört? Vanrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Oh, wir stacheln den Drachen gerade extremst an. Sie wird sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Erreiche den gefangenen Drachen. Das sind ein paar Gegner, wa? Ich fürchte, dass wir da ein Problem kriegen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Ja, ich vermute ich. Hallo, Homo. So, wir müssen wieder einmal was mit Alomora öffnen. Leicht gemacht. Dann ist das Weibchen bestimmt.
Hagrid, ich hab was für dich. Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Na dann auf. Ich nehme alles mit, was hier so rumliegt. Pegel mit Quadrat ist immer gut. Ich sage ja mit Ansage, dass wir da jetzt ein bisschen probieren, dass wir die jetzt alle auf die Fresse. Ich werde in your face. Da oben fällt sich noch einer. In der Luft mal zerlegt. Dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Ach, guck mal an. Noch mehr. Einer weniger. So, du bist aber Geschichte, Gude. So, haben wir alle? Ne, da haben wir noch einen. Wir haben Zeit, wir müssen sie befreien, bevor noch mehr. Ah, Akio vermutlich. Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Moin, mein Freund. Oder auch nicht. Frühstück.
So, im Idealfall müssen wir jetzt natürlich versuchen rauszukommen, ja? Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Meinst du, die rächen sich? Sollten wir Ärger von den Wilderern erwarten, nachdem sie Ärger mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Ach, was? Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Ja, dann lass es mal verschwinden, ne? Hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Alles klar. Auftrag abgeschlossen. Feuer und Zünder. Oh, ich kann Level 23. So, was haben wir da? Haben wir jetzt immer noch eine Hauptquest? Nein. Als nächstes machen wir mal die. Fliegen wir die Konkurrenz weg. Und dann bin ich raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.